Zwei Tage lang fand in Bonn der Katholische Medienkongress 2014 statt. Im Funkhaus der Deutschen Welle in Bonn diskutierten Vertreter der katholischen Medienlandschaft zum Thema Mission Medien, Zukunftsszenarien kirchlicher Kommunikation. Medienbischof Gebhard Fürst freute sich über das große Interesse am Kongress und erhoffte sich ein klares Signal. Wir müssen voranschreiten, gemeinsam etwas machen, was der Einzelne in seiner Diözese nur mit geringem Wirkungsgrad machen kann. Und diese Ermutigung soll eigentlich besonders auch von dem Kongress ausgehen, dass wir gemeinsam zusammenstehen, das, was wir gemeinsam machen können, auch tun und nicht Sorge haben, dass der Einzelne dabei untergeht. Den ersten inhaltlichen Impuls setzte Dr. Paul Bernhard Kallen, Vorstandsvorsitzender der Hubert Burda Media AG, mit seinem Eröffnungsreferat, in dem er den Wandel der Medien aufzeigte. Für die katholische Kirche sieht er die Verpflichtung, diesen Wandel stets mitzuvollziehen. Ich habe versucht, darauf hinzuweisen, dass nicht nur die Medien im Wandel sind, sondern dass unsere gesamte Wirtschaft im Wandel ist, dass unsere Gesellschaft im Wandel ist. Und diesen Wandel muss Kirche natürlich mitgestalten. Wenn Kirche nicht mehr mitdenkt, wie diese Gesellschaft sich weiterentwickeln sollte und keine aktive Rolle mehr spielt, dann macht die Kirche einen großen Fehler und die Gesellschaft nimmt einen Schaden. Wie aktuell die Frage nach der zukünftigen medialen Kommunikation ist, zeigte die große Teilnehmerzahl. 200 Fachkundige waren mit konkreten Erwartungen an die Tagung angereist. Zum einen wollte ich natürlich dabei sein beim ersten Medienkongress und ich wollte auch ein bisschen was herausfinden, was man noch so, also einen anderen Blickwinkel bekommen auf unsere Arbeit. Wir sind ja doch zum Teil sehr kleine Redaktion und da einfach mal zu schauen, was kann man anders, was kann man besser machen und was kann man vielleicht auch von Kollegen lernen und da so ein paar Beispiele bekommen. An Beispielen mangelte es nicht. In 8 unterschiedlichen Panels diskutierten die Teilnehmer über die Verständlichkeit religiöser Sprache und die Zukunft von Print bis hin zu kirchlicher Kommunikation in sozialen Medien und Engagements bei YouTube. In letzterem sind sich die Teilnehmer und externen Referenten einig. Es besteht Handlungsbedarf. Was es für einen kirchlichen YouTube-Auftritt braucht, welche Themen und welche Personen dort am besten ankommen, darüber gaben die Experten Auskunft. Sie müssen zuallererst mal ein bisschen mehr Mut haben. Und Mut bedeutet auch einzusehen, es gibt keine komplett abgeschlossene Strategie. Sehr viele Schritte auf einmal unternehmen, ohne sich zu verzetteln. Und da auch bereit sein, beim einen oder anderen zu sagen, okay, war ein Versuch, ist gescheitert, lass uns was Neues versuchen. Das ist, glaube ich, erstmal sehr wichtig. Und der zweite Punkt, auch wenn man das Wort schon gar nicht mehr hören kann, authentisch sein. Es schaffen Menschen aufzubauen, denen man glaubt, was sie da tun, die in keine Rolle schlüpfen, die nicht im Predigerton daherkommen, die nicht versuchen, zwangsweise lustig zu sein, wenn sie das nicht sind, sondern zu erkennen, irgendwie, wofür steht der denn, und dann eher einen zweiten Schritt zu transportieren. Meine Güte, das ist ja witzig, der ist ja auch noch katholisch, die hat ja auch noch katholischen Glauben, und das nicht wie so eine Monstranz zu tragen. Ich denke, dass es wahnsinnig wichtig ist zu gucken, welche Bedürfnisse hat denn die Zielgruppe. Und im Moment ist sie im Netz, gerade was Online-Video angeht, sehr, sehr jung. Es beginnt bei 12 Jahren und hört dann bei 30 dann sehr stark auf. Das heißt, was hat diese junge Zielgruppe für ein Bedürfnis? Und sie orientiert sich. Die gucken ja wahnsinnig viel, gerade die Mädchen, diese Schmink-Tutorials, und das ist ein ganz klares Anzeichen, hier wird Orientierung gesucht. Die Bedeutung von Social Media betonte auch Prälat Paul Tai, Sekretär des päpstlichen Medienrates, zum Abschluss des Medienkongresses. I think social media brings us right back to the beginnings of communication. Communication is about exchanging information, but it's also about building relationships. And social media is about that. We take information from people we trust, from people we know. And I think as the church, part of what we have to do is use social media to re-establish good relations with people and then to offer them the information that we think might be helpful and supportive for them. Beim katholischen Medienkongress 2014 stand die Kommunikation theoretisch wie praktisch im Fokus. Mit nach Hause nehmen die Teilnehmer mehr als viele neue Kontakte. Eine große Ermutigung, die Freude in der Community sozusagen wieder neue Inspirationen bekommen zu haben. Interessante Ansätze eben auch von Leuten von, ich sage jetzt mal, oben, die durchaus bereit sind, Neues auszuprobieren. Das finde ich sehr spannend. Mit nach Hause nehme ich aber auch die Frage, wie das in der realen Welt auch wirklich umzusetzen ist. Ich nehme erstmal sehr viel Ermutigung mit nach Hause. Ich nehme mit nach Hause, dass wir uns vernetzen müssen. Diejenigen, die in der Medienarbeit etwas erreichen möchten,
dass wir uns zusammenschließen, uns austauschen und Lobbyarbeit leisten müssen, auch vor Ort. Viele Impulse und Tipps von Kollegen, vor allem was Social Media angeht, von Kollegen aus den anderen Bistümern, die dort die Facebook-Seiten, Twitter-Kanäle und alle anderen Kanäle befüllen. Da gab es einen guten Austausch und das nehme ich mit nach Hause.